Diese Bilder kennen wir sicherlich noch alle. Lange Schlangen vor einem Apple-Shop. Hier stehen die Menschen nicht etwa an für knappe Lebensmittel oder für das ultimative Schnäppchen, sondern natürlich für die neuesten Produkte aus dem Hause Apple. Warum machen die das? Die Antwort ist natürlich sehr schnell gegeben. Apple ist eine ganz, ganz starke Marke. Was heißt das eigentlich, starke Marke? Damit möchte ich mich heute mit Ihnen zusammen etwas beschäftigen und damit ganz herzlich willkommen zu den Marketing Nuggets, der kompakten Fortbildung für Produktmanager und Marketingmanager. Zunächst einmal die Frage, was ist es überhaupt, eine Marke? Ganz einfach gesprochen ist eine Marke ein Unterscheidungskennzeichen. Ein Unterscheidungskennzeichen, was Hersteller auf ihre Produkte aufbringen, um sie von ihren Wettbewerbern zu unterscheiden. Im Mittelalter schon haben die Zünfte ihre Zeichen auf Produkte gemacht. Wir alle kennen vielleicht auch alte Manufakturen wie diese hier, Meißner Porzellan, die auch ihre Produkte mit Markenzeichen versehen. Im Englischen heißt das Wort Markenzeichen Branding. Das kommt aus der Welt der Cowboys, die ihren Pferden und Rindern hinten Brandzeichen aufgedrückt haben, um sie als ihren Besitz zu markieren. Geht man heute Gott sei Dank von weg, ist eine barbarische Tierquälerei. Aber warum übernachtet man jetzt im Schlafsack auf der Straße vor einem Apple-Shop? Also an dem Markenzeichen alleine kann es ja wohl wirklich nicht liegen. Am einfachsten lässt sich die Wirkung der Marke erklären, wenn wir die Marke mit einem konkreten Menschen vergleichen. Also ein Mensch, mit dem ich mich gerne umgebe, der einen bestimmten Charakter hat, der mich inspiriert, der mir gute Laune macht, mit dem ich Erlebnisse teile. Klingt ein bisschen abstrakt? Wir wollen jetzt mal gemeinsam die Entwicklung einer Marke an einem ganz einfachen Beispiel nachvollziehen. Das hier ist die Werkstatt von Horst. Horst ist Tischler. Tischler aus Leidenschaft. Horst macht Möbel, die haben Top-Qualität, die sind super stylisch, das sind alles Unikate und darüber hinaus ist Horst noch ein richtig netter Kerl, der nimmt sich Zeit für seine Kunden, berät die sehr, sehr intensiv. Vor einiger Zeit hat Horst sich schon ein Logo ausgedacht. Dieses hier, HHH, steht für Horst Hobelt Holz. Und dieses Logo hat er überall angebracht, auf seinem Lieferwagen, auf seiner Website, natürlich auch auf seinem Briefpapier. Jetzt ist Horst sehr, sehr erfolgreich gewesen, hat Mitarbeiter eingestellt, das Unternehmen ist gewachsen und größer geworden. Sein Erfolgsrezept, nämlich Top-Qualität, stylisch, Unikate und sehr, sehr nett zu den Kunden, das hat er weiterbehalten. Ab einem gewissen Zeitpunkt hat Horst dann überlegt, sein Unternehmen zu verkaufen und hat es dann eben an einen Investor übergeben. Dieser Investor benutzt sein Logo weiter, hahaha, und der Investor benutzt auch sein Erfolgsrezept weiter. Nämlich weiterhin werden Möbel von Top-Qualität gemacht, die sind alle sehr, sehr stylisch, es sind alles Unikate und auch die Firma ist sehr nett im Umgang. Wenn man die Kunden fragt in der Region, die hahaha kennen, für was das denn steht, dann werden die genau das sagen. Sie kennen es schon, Top-Qualität, super stylisch, alles Unikate und die sind mega nett. Moment mal, die sehen dieses Logo und sagen, das ist mega nett. Das heißt, einem Logo wird eine menschliche Eigenschaft zugeordnet. Und damit sind wir dem Geheimnis der Marke jetzt etwas näher auf der Spur. Also Marken sind viel, viel mehr als nur positive Produkteigenschaften. Marken haben einen Charakter, Marken haben ein Auftreten, Marken haben einen Umgang. Und Marken schaffen es, Erlebnisse zu vermitteln. Das sind also alles Dinge, die man normalerweise einem Menschen zutrauen würde. Und genau das macht eben auch die Marke. Und deswegen gibt es Marken, die mich inspirieren, Marken, die ich gern habe und Marken, von denen ich ein großer Fan bin. Und das kann natürlich im Extremfall dazu führen, dass ich auch auf der Straße im Schlafsack übernachte, um das neueste Produkt dieser Marke kaufen zu können. Auch die Wissenschaft hat sich natürlich sehr intensiv mit dem Thema der Marken auseinandergesetzt und hat im Laufe der Zeit sehr viele Tools entwickelt, um Marken zu beschreiben und zu analysieren. Natürlich mit dem Ziel, um die Marken weiterzubringen und weiterzuentwickeln und noch erfolgreicher zu machen. Eines dieser Tools, was ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte, ist das sogenannte Markensteuerrad nach Asch. Die Literatur habe ich unten in der Beschreibung referenziert. Das Markensteuerrad von Asch stellt zunächst einmal die Frage nach der Markenkompetenz. Also für was steht eigentlich die Marke?
Sie können sich vorstellen, es macht einen Riesenunterschied, ob es um ein Stück Seife geht, ein Auto oder vielleicht ein Verkehrsunternehmen. Aber damit nicht genug. Die Marke stellt auch die Frage nach dem Selbstverständnis. Also wenn ich zum Beispiel an ein Busunternehmen denke, dann könnte ich mich bezeichnen als Nahverkehrsdienstleister oder vielleicht als Fernverkehrsspezialist oder als Spezialunternehmen für Bildungsreisen. Sie können sich vorstellen, dass die Ausgestaltung meiner Marke jeweils sehr, sehr anders aussehen wird. Wenn wir uns den ersten Quadranten des Markensteuerrades vornehmen, dann stehen dort die Markenattribute, also über welche Eigenschaften verfüge ich. Und da sind natürlich zunächst einmal die Eigenschaften meines Angebots, also meiner Produkte oder meiner Dienstleistung. Wir könnten zum Beispiel sagen, meine Features. Oder zum Beispiel auch die Eigenschaften meines Unternehmens. Bin ich eine Einzelperson oder bin ich ein Familienunternehmen oder bin ich vielleicht ein global agierender Konzern? Das sind alles Attribute einer Marke. Wir alle wissen, Kunden kaufen Produkte nicht wegen ihrer Features, sondern wegen ihres Nutzens. Und genauso ist es auch mit der Marke und dementsprechend beschreibt der zweite Quadrant des Markensteuerrades den Markennutzen. Zunächst einmal ist da der funktionale Nutzen. Das ist das, was uns intuitiv meistens als allererstes gleich einfällt. Zum Beispiel, die Marke steht für Superqualität. Das ist ein funktionaler Nutzen. Der psychosoziale Nutzen ist etwas Emotionaleres. Der psychosoziale Nutzen ist beispielsweise, dass ich meinen Freunden zeigen kann, dass ich ein gewisses Luxusgut mir leisten kann. Oder zum Beispiel, dass ich dazugehöre. Da gibt es Marken, die ein sehr, sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl unter ihren Fans fördern. Beispielsweise die Motorradmarke Harley-Davidson. Die haben ein sehr, sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, die Fans dieser Marke, und zelebrieren das auch regelmäßig. Das also ein psychosozialer Nutzen dieser Marke. Der dritte Quadrant des Markensteuerrades betrifft die Markentonalität. Wir alle kennen diesen Spruch, der Ton macht die Musik, und das Gleiche gilt auch für die Marke. Da sind zunächst mal die Persönlichkeitsmerkmale. Die Marke, die zum Beispiel eine Versicherung repräsentiert, könnte sich als sehr fürsorglich darstellen. Eine Marke, die zum Beispiel ein Messgerät repräsentiert, würde sich vielleicht als sehr diszipliniert darstellen. Beziehungsmerkmale sind natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie mir die Marke begegnet. Habe ich eine Marke, die eher etwas distanziert anonym ist, wie zum Beispiel Internetshops, ist das ein ganz anderer Charakter, als wenn sich die Marke mir persönlich zeigt in Form zum Beispiel eines Bankberaters oder eines Versicherungsberaters. Und der dritte Aspekt sind die Erlebnisse, die ich mit einer Marke haben kann. Es gibt sehr erlebnisorientierte Marken. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Firma Red Bull, die Sportveranstaltungen sponsert, wie zum Beispiel Fußballveranstaltungen, die mir eine Plattform bieten, um Erlebnisse gemeinsam mit dieser Marke zu haben. Oder zum Beispiel Kunstflugvorführungen, wo ich als Zuschauer auftrete und dort auch Erlebnisse haben kann mit dieser Marke. Im vierten Quadranten des Markensteuerrades sehen wir das Markenbild. Die Corporate Design Merkmale, also zum Beispiel unser Markenlogo, dann Design, also wie sehen unsere Produkte aus. Das hat natürlich einen ganz, ganz großen Einfluss auf das Bild, was eine Marke abgibt. Und schließlich auch Aspekte der Kommunikation. Also zum Beispiel, auf welchen Kanälen kommuniziere ich? Bin ich eher unterwegs im Social Media Bereich? Bin ich unterwegs in klassischen Medien? Oder auch zum Beispiel, wie spreche ich meine Kunden an, mit dem freundschaftlichen Du oder eher mit einem etwas distanzierten Sie? Das sind alles Aspekte der Kommunikation, die das Markenbild in der Summe formen. Wenn wir das Markensteuerrad jetzt nochmal als Ganzes anschauen, dann sehen wir auf der linken Seite die Aspekte, die eher etwas sachorientiert sind, also What's in for me. Und auf der rechten Seite sehen wir die Aspekte, die eher emotionaler Natur sind, How do I feel about it? Um es noch etwas praktischer zu machen, habe ich jetzt das Markensteuerrad einmal ausgefüllt für unsere fiktive Marke HHH. Die Markenkompetenz könnte man vielleicht beschreiben als: Das sind die Tischler aus Leidenschaft. Die Markenattribute, die haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Die Qualität, der Style, dass alles Unikate sind und eben auch der Umgang.
Der Nutzen, der dem Kunden daraus entsteht, das könnte zum Beispiel sein der funktionale Nutzen. Er hat langlebige funktionale Möbel, er hat ästhetische Möbel und der psychosoziale Nutzen könnte sein, ich kann mir mit diesen Möbeln zeigen, dass ich einen guten Geschmack habe. Die Markentonalität, auch darüber haben wir jetzt schon einiges gehört. Die Marke ist freundlich, sie begegnet dem Kunden auf Augenhöhe und es gibt eine sehr intensive, sehr persönliche Kommunikation. Und insgesamt das Markenbild wird natürlich geprägt durch das Logo, es wird geprägt durch das Design der Möbel und eben auch durch diese intensive persönliche Kommunikation. Ja, das Markensteuerrad von Herrn Esch finden wir natürlich in seinem Buch, das habe ich unten referenziert, darin auch noch viele andere Analyse-Tools, die ganz nützlich sind, um Marken zu analysieren. Wenn Ihnen dieses Marketing-Nugget gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen über ein Like, über ein Abo und auch sehr über Fragen oder Kommentare, welches Marketing-Thema Sie in diesem Rahmen fürs nächste Mal vielleicht interessieren könnte. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Meine Frau sagt übrigens, hahaha, sei die schlechteste Marke, die sich jemals ein Marketingmensch ausgedacht hat. Naja.